Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Metro Last Light. Wir haben hier ein sehr gutes, ein sehr ungutes Gefühl, würde ich mal sagen. Wir haben hier wenig Deckung und viele Gegner. Okay, wir gucken mal, dass wir erstmal so ein paar hier vielleicht eliminieren können. So. Jetzt haben wir auf der Seite auf jeden Fall erstmal weniger. Okay, wir haben hier aber auch kaum Deckung, wenn hier uns einer sieht. Dann könnte das echt übel werden. Und die da komme ich von hier aus garantiert nicht an. Die beobachten da die Tür. Die hat nur die Frage, ob da noch einer sitzt und in die Richtung hier guckt. Sonst hole ich mir... Mal gucken, ob er mich gesehen hat oder nur denkt, er hat mich gesehen. Okay, die musste ich jetzt mal so eliminieren, weil mich von da drüben tatsächlich was gesehen hat. Okay, der dahinter, der ist ein bisschen übler jetzt gerade, weil der weiß, wo ich bin. Nein, ich will nicht die Muni will ich auf keinen Fall. Schieb an der Seite durch. So. Gute Nacht. Okay, du lädst nach, das ist schon mal gut. Er ist dahinter, ne? Ja. Er weiß aber aktuell ja wieder nicht mehr, wo ich bin. Das ist schon mal wieder gut. So, neuer Filter. Ja, jetzt habe ich die gute Position hier hinter, wo er gerade war. Und gute Nacht. Und gute Nacht. Wow, das ging doch besser als gedacht, würde ich mal sagen. Das waren mit wenig Leichen. Das war das ganze Spielchen einmal, ohne wirklich viele Tote zu haben. Wow. Die Masse ist eher ausgenockt. Vielleicht kommen die ja irgendwann wieder zur Besinnung. Ich glaube zwar nicht dran. Okay. Wo müssen wir jetzt hin, beziehungsweise was erwartet uns hier? Eigentlich beschützen wir doch nur unseren Freund. Ich weiß. Wir löschen gerade quasi eine Armee alleine aus. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich jetzt hier in dem Raum durchgehe. Mal gucken. Vielleicht kann man ja den einen oder anderen wieder sneaky auslöschen. Ah, da oben der. Okay, sie haben Angst vor uns. Muss hier doch bestimmt nochmal einen anderen Weg lang geben als daran vorbei an den. Ich glaube nicht, dass ich da so einfach durchkomme. Aber anscheinend müssen wir es. Brauchen wir hier drin die Gasmaske? Ja, brauchen wir. Gut. War nur mal ein Test, ob wir die Gasmaske brauchen. So, nachladen lieber. Ich glaube, hier werden wir jetzt gleich schießwütig sein müssen, wie eh und je.
Weil der da oben. Der da. Nervt. Moment, warte mal. Ich weiß nicht, ob die Waffe gedämpft war. Nein, war sie nicht. So, jetzt sind sie erstmal aufgescheucht. Ich glaube, sie haben uns jetzt erstmal nicht gesehen. Gute Nacht. Deinen Filter nehme ich gerne. Hier sitze ich ja echt wie in der Falle, wenn die mich finden. Okay, Dreier-Trupp. Und das hier in diesem Mini-Ding. Ach, was soll's. So, jetzt glauben sie, wir sind da. Jetzt können wir mal ein bisschen rumgehen. Und von der Seite mal ein bisschen aufräumen. Okay, da sind noch mehrere. So, noch den Filter wechseln. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die von der Seite noch kommen. Warum war der jetzt nicht tot eigentlich? So. Der da oben, der musste ganz schnell weg. Ich habe das Gefühl, sie wissen immer noch nicht, wo ich bin. Ah, jetzt wissen sie es. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder auf die andere Position. Vielleicht haben wir von hier aus ja auch Schussfeld. Ja. Mann verletzt, oder? Ich würde schon fast eher sagen, bisschen verletzt her. Warum lädt er eigentlich immer diese Muni da rein? Jedes Mal das gleiche. Oh, jetzt ist die Frage hier. Um die Ecke war definitiv nur einer. Oh shit. Oh shit. So, den haben wir. Sind hier aber auf jeden Fall noch welche. Weil da drüben ist noch einer. Okay, hier sehe ich jetzt gerade erstmal keinen mehr. Hm, ich glaube, ich lasse den mal da drüben. So. Gucken wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Habe ich ihn erwischt? Glaub nicht so richtig, oder? Hm. Warum ich jetzt hier rüber kann? Ich meine, den da kriege ich hier so nie, weil Lichtverhältnisse echt blöd sind. Nee, von der Seite ist doof. Da habe ich keine Chance von der Seite aus.
Weiß auch so ehrlich gesagt nicht wirklich, wo wir überhaupt hin sollen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir den. Aber er guckt hier weiter fröhlich zu. Ach, egal, jetzt holen wir uns den letzten hier auch noch. Dann gibt der vielleicht da ein bisschen Ruhe. Vielleicht geht dann der Kleine erst weiter, wenn wir hier wieder Ruhe haben. Okay, hier drinnen. Ich glaube, das war kein guter Treffer. Ich glaube, der hätte besser sein können. Habe ich jetzt alle? Okay, neuen Filter drauf. Hast du auch noch einen Filter an, an deinem Ding? Natürlich. Okay, ich glaube, jetzt haben wir aber alle. Dann gehen wir mal zu unserem Kleinen da hoch. Mal gucken, ob der mitkommt, wenn wir jetzt weitergehen. Vielleicht sollten wir einfach weitergehen. Du kennst ihn und er kennt dich. Ja, das merke ich schon. Das ist immer so eine Pattsituation. Okay. Das erste Mal ist der Schwarz jetzt ein Angriff, würde ich mal sagen. Also unser Freund. Hey, Lesnitsky, alles klar hier? Natürlich. In D6 passiert nie etwas. Stellt sich die Frage, warum wir überhaupt Wache schieben müssen. Sieht nach etwas Wichtigem aus. Stellung bezogen. Okay, also das da brauchen wir wahrscheinlich, was da drin ist. Perfekt, Lesnitsky. Jetzt sind Sie dran, Genosse Morosow. Wir müssen einen Feldtest mit dem Virus machen, das wir unter so großem Risiko erhalten haben. Ich glaube, Sie haben ein paar geeignete Begleiter für die Aufgabe. Ja, Czeslaw Andrejewitsch aus Venedig. Seine Banditen halten mich für einen von ihnen. Und wenn wir sie bezahlen? Ersparen Sie mir die Details. Ich brauche nur Ergebnisse. Ist Ihre Aufgabe klar, Genosse Lesnitsky? Ja, Genosse General. Sie waren auf jeden Fall verantwortlich für das Virus in Venedig. Du hast einen deiner eigenen Leute getötet. Du hast einen Ranger getötet. Hast du gedacht, dass wir dich einfach gehen lassen? Das sehen wir noch. Ich habe einen Trumpf in der Hand. Dich. Dann fangen Sie an. Und Sie müssen sich um den roten Platz kümmern, Pavel. Das ist der kritischste Teil, den ich sonst niemandem anvertrauen kann. Enttäuschen Sie mich nicht. Werde ich nicht, Genosse General. Interessant. Aber ich bin zu erschöpft. Muss anhalten. Interessant, was bei dem im Kopf anscheinend vorgeht und wir das jetzt sehen konnten, dank unserem Kleinen. Auf jeden Fall mächtig gefährlich, der Mann. Er ist sehr böse, aber du hast recht. Töten ist schlimmer. Definitiv. Okay, wo müssen wir jetzt eigentlich hin, ist die Frage. Da runter. Okay, wo lang? Geradeaus weiter, okay. Ich lasse jetzt erstmal die Waffe weggesteckt und nehme die Karte. Ich glaube nicht, dass uns hier gerade was angreift. Und wenn dann nur diese kleinen Viecher. Na, ich dachte ich mir doch. Wer den Wind sät, wird den Sturm ernten. Der Schwarze hat mir Lesnitskys Gedanken offengelegt. Ich weiß alles, was er macht. Der Krieg tobt bereits in ihnen. Die Saat, die Korbut gestreut hat, trägt reichlich Früchte. Eine Friedenskonferenz wird in der Polis abgehalten. Lachhaft. Der Krieg hat bereits begonnen.
und er wird nicht enden, solange in der Metro noch jemand lebt. Alle Versuche, ihn zu beenden, gleichen dem Versuch, einen Sturm mit bloßen Händen aufzuhalten. Ich muss die Polis erreichen, um die Lügner anzuprangern. Ich muss mich dem Sturm stellen. Und das werden wir auch tun in der nächsten Aufnahme. Wir sehen uns also morgen wieder zurück hier bei Metro Last Light. Bis dahin auf Wiedersehen und tschüss, euer Kailan. Ciao.